105 Euro. Da stand kein Preis dran. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hello, hello, hello und herzlich willkommen zu einem neuen Haul. Und diesmal, Freunde, bin ich abends nach Hause gekommen und dachte mir, ne, ich war schock. Ich war wirklich, wirklich schock, denn es ist schon ein paar Tage her. Für euch, für mich war es gerade gestern, ich kann es ehrlich gesagt immer noch nicht ganz so glauben, wie viel Geld ich gestern ausgegeben habe für verschiedene Videos. Und ihr wisst, ich kaufe immer ganz, ganz viel ein für diverse Videos. Ihr wisst, ich mache 3 Videos die Woche und die müssen sinnvoll gefüllt werden. Ich möchte so wenig Filler-Videos wie möglich irgendwie hier reinbringen und probiere immer wieder den neuesten und den spannendsten Content für euch rauszuhauen. Und ich hoffe, dass es funktioniert und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Und dann war ich gestern, hatte ich ein bisschen Zeit und dachte mir, was kannst du dir mal Gutes tun? Spoiler-Alarm, 2 Sachen habe ich nur für mich gekauft und den Rest eigentlich nur eine Sache. Nein, eigentlich auch nicht. Ich habe sehr viel eingekauft und ich möchte heute mit euch so ein bisschen über die einzelnen Produkte reden. Ich hoffe, ihr habt Lust darauf. Meine letzten Hauls kamen mega gut bei euch an. Vielen, vielen Dank dafür. Das freut mich natürlich, denn ich bin ehrlich mit euch. Mir macht es Spaß, einkaufen zu gehen. Und mir macht es umso mehr Spaß, wenn ich weiß, dass ihr daran Spaß habt, dass ich Spaß habe. Und so ist es ein großes Ganzes und macht mich sehr, sehr glücklich. Wir gehen dieses Mal ein bisschen chronologisch durch den Haul durch, denn ich war in verschiedenen Läden hier in Berlin, um verschiedene Sachen zu kaufen. Und ich erzähle euch immer so ein bisschen, was alles passiert ist. Ich bin in mein Auto gestiegen und bin zum Kudamm gefahren. Das ist so die Einkaufsstraße in West-Berlin. Wir haben so 2 Zentren in Berlin immer noch. Einmal den Kudamm, Zoologischen Garten und den Alexanderplatz. Und ich fahre meistens tatsächlich zum Kudamm. Es ist näher für mich und ich finde das Drumherum immer ein bisschen schöner als den Alexanderplatz. Und bin dann ins KDW, ins Kaufhaus des Westens gegangen und wollte eigentlich nur ein Produkt haben. Naja, ich war vor ein paar Wochen schon mal da und hatte einen Duft gesehen bei Hatice, glaube ich, in der Story das erste Mal und habe das nur so wahrgenommen und dachte, ach, sieht ja nett aus. Ich wusste aber nicht, dass es ein neuer Duft ist und bin dann nochmal über verschiedene Videos auf diesen Duft aufmerksam geworden und er ging mir nicht mehr aus dem Kopf. Kennt ihr das, wenn man etwas im Kopf hat und man kann es nicht vergessen? Und so ging es mir. Also bin ich vor ein paar Wochen zum Kudamm gegangen, habe 1,5 Stunden draußen angestanden, weil das war zwischen den Feiertagen und da wollten natürlich alle shoppen gehen oder Sachen umtauschen und ich wollte doch eigentlich nur diesen Duft haben. Naja, ich war dann da, bin zum Duftschalter gegangen und habe gesagt, hallo, ich hätte gerne den Duft zum Riechen. Und dann sprüht sie mir den an und ich literally, ungelogen, rückblickend war es mir ein bisschen unangenehm. Das war so eine, ich bin gewohnt, mit euch direkt zu reagieren. Wenn ich, weiß ich nicht, einen Lippenstift auftrage und der stinkt, reagiere ich sofort und denke nicht erst nach, ist die Reaktion jetzt dem Umstand angepasst? Und das kam in dem Moment da tatsächlich so ein bisschen raus. Und sie guckte nur so, war ein bisschen verunsichert. Ich so, ja gut, ich würde dann gerne den anderen mal probieren. Der war noch schlimmer. Und habe gesagt, okay, ich gehe jetzt mal ein bisschen durch die Gegend und schau mir an, wie der Duft mir gefällt. Und dann meinte sie, egal was, den Duft gibt es nicht mehr. Und ich so, na super, war aber nicht so traurig. Und dann bin ich weiter shoppen gewesen und dann ging der Duft mir nicht aus dem Kopf. Und ich habe immer wieder gerochen. Und je länger ich ihn drauf hatte, desto besser hat er mir gefallen. Vielleicht kennt ihr das Ganze. Und das geht tatsächlich um den Tom Ford Eben Fumé. Keine Ahnung, ob das richtig ausgesprochen war. Das ist tatsächlich ein neuer Duft. Ich zeige euch mal den Flakon. Der sieht so aus. Und der sieht aus, wie ich gerne mit 50 Jahren wäre. So ein bisschen rustikal, ein bisschen so bärtig, ein bisschen grau und so ein bisschen brubbelig. Und daran erinnert mich dieser Flakon. Und ich habe viele, viele Düfte von La Rosée, die ich gerne benutze für den Alltag. Aber ich finde, die Tom Ford Düfte, abgesehen davon, dass sie idiotisch teuer sind, haben immer was ganz Besonderes. Und was ich immer gerne mache, ist, ich mische Düfte. Ich nehme einen Spritzer von einem besonderen Parfum, was ich alleine vielleicht nicht tragen würde und runde das dann ab, je nachdem, wie ich mich fühle. Mal ein bisschen floraler, mal ein bisschen keksiger, mal ein bisschen frischer und sportlicher. Und so mische ich meine Düfte. Und das ist
genau so ein Duft tatsächlich gewesen. Der ist intens. Das ist ein Duft, der schießt dir in die Nase und sticht dir so ein bisschen in die Nasennebenhöhlen. Du hast sofort Pfeffer. Das ist ein sehr, sehr beißender, rauchiger, pfeffriger Duft. Und ich liebe das. Das riecht wie so ein älterer, reicher Mann. Ich bin weder alt, noch bin ich reich, aber ich möchte so riechen. Und wenn ich das dann kombiniere mit einem, vielleicht einem etwas frischeren Duft, das ist ein Traum. Und ich habe ihn mir gekauft. Ich möchte es nicht laut sagen. 215 €. Das ist eine Menge Geld und das ist absolut nichts wert. Aber kennt ihr das, wenn euch etwas nicht aus dem Kopf geht? Das ist so ein emotionaler Kauf gewesen. Das wird wahrscheinlich die nächsten 35 Jahre halten, weil ich davon wirklich nur so einen kleinen Spritzer brauche. Ich bin gespannt, wenn ich sage, okay, er gefällt mir in einem Monat gar nicht mehr und das ist nichts für den Frühling, für den Sommer. Ich bin dann auch so und ich verkaufe sowas dann auch, weil ganz ehrlich, mir wächst das Geld auch nicht außer Nase. Das war so mein nachträgliches Weihnachtsgeschenk für mich. Und deswegen dachte ich mir, okay, 215 € ist eine Menge Geld. Es ist viel zu viel Geld. Und deswegen dachte ich mir, okay, wenn der mir nicht gefällt, ich werde ihn los, weil er ist ausverkauft, er wird nicht mehr produziert erstmal. Und ich dachte mir, okay, wir probieren das aus. Und dann bin ich weiter durchs KDW gelaufen und habe mir die ganzen Designer angeguckt und hier und da und Dior und Fendi und Prada. Und ich dachte mir so, gefällt mir nicht, brauche ich nicht, will ich nicht. Und dann kam ich glaube, in der vierten Etage ist die Technikabteilung. Und ich habe ja so eine Macke, ne? Wenn mir etwas im Kopf sitzt, dann setze ich mich viel damit auseinander. Ich höre mir Reviews an, ich schaue mir Reviews an und ich frage auch in meinem Umfeld, habt ihr Erfahrung? Und ihr seht es schon im Hintergrund. Ich habe literally den letzten Dyson Airwrap bekommen. Können wir noch mal ganz kurz darüber reden, dass ich nicht so viele Haare auf dem Kopf habe, aber zur Verteidigung, ich habe nur einen kleinen Reiseföhn. Der ist noch aus meiner Junggesellenzeit. Das ist so ein kleines Ding für 4,99. Ich glaube, der war von Teddy oder so oder von Kick. Der hat keinen Bums und der ist auch wirklich schon, ich glaube, an der Grenze. Und deswegen dachte ich mir, okay, ich habe mir den Dyson Airwrap jetzt einmal gekauft. Der wird halten. Ich habe sehr, sehr gute Erfahrungen mit dem Staubsauger gemacht und dachte mir, okay, den kaufst du dir jetzt nochmal und wenn du damit nicht klarkommst, auch den kann ich wieder verkaufen. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, der ist ja gerade in aller Munde gewesen und alle sind so, wo kriege ich dieses Ding her? Wenn ihr wollt, gebe ich euch dazu ein Update, wie er mir gefällt, ob ich damit zurechtkomme. Ich werde natürlich nicht diese Heatless Curls machen können, aber diese Bürsten und ich habe einen Föhn gebraucht, der schön aussieht und mit dem man viel machen kann. Für die nächsten Jahre ist ja auch geplant, dass meine Firma weiter wächst. Und wenn Models da sind, habe ich ein Produkt, was ich der Hair- und Make-up-Stylistin geben kann, mit dem sie gut arbeiten kann. Also ich habe schon so ein bisschen weiter gedacht. Ja, und dann dachte ich mir, okay, wo gehst du jetzt hin? Und dann fiel mir ein, ich wollte unbedingt mal ein Kiko-Video machen. Und ich tue mich recht schwer, Make-up zu kaufen im Internet, wenn ich es noch nicht gesehen habe, vor allem von einer Marke, von der ich nicht gesehen habe. Und dann war ich im Kiko-Store. Und ganz ehrlich, ich werde ein komplettes Video dazu machen. Vielleicht habt ihr es auch schon gesehen. Das war die beste Beratung, die ich jemals hatte. Ich bin zu ihr hingegangen, eine wunderschöne Frau. Ich habe gesagt, hey, I'm sorry, es ist gerade nicht so viel los gewesen. Hier ist die Tüte. Pack rein, was du mir empfehlen kannst. Und wir sind dann durchgegangen und sie wollte mich immer beraten und der könnte gut sein, der könnte gut sein. Ich so, mach rein, ich werde es im Video testen. Und wir haben wirklich ganz, 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 ganz viele Sachen gekauft. Ich gehe jetzt mal im Schnelldurchlauf so ein bisschen durch. Ihr habt viele schon gesehen. Ich muss dazu aber sagen, die Beratung im Kiko-Laden war wunderbar. Die Sachen sind wunderschön. Ich habe auch zu ihr gesagt, ganz ehrlich, ich verstehe nicht, warum niemand über diese Marke redet. Oder zumindest hier in Deutschland nicht, weil die Sachen sahen so gut aus. Sie hatten so gute Shade Ranges, sie hatten so viele verschiedene Texturen und die Preise. Trust and believe. Ich habe für zwei Tüten mit locker 40, 50 Einheiten 154 € ausgegeben. Das ist nichts im Vergleich zu Full-Face-Videos, die ich sonst drehe, von Charlotte Tilbury. Da bist du dann mal ganz gerne bei 600, 700, 800 €. Wisst ihr, was ich meine? Und die Sachen
sehen genauso aus. Ich habe viele verschiedene Sachen gekauft von neuen Produkten, beispielsweise die Holiday Fable Ethereal Eyeshadow Palette. Schaut euch bitte mal das Packaging an. Wie schön sieht das aus? Das Ding hat, glaube ich, 4 Euro gekostet. Und wir haben geswatcht, wir haben viel über die Texturen gesprochen und sie hat mir wirklich ihre Empfehlungen gegeben. Deswegen bin ich gespannt darauf, zu schauen, wie die Sachen dann auch bei mir performen. Ich habe verschiedene Foundations mitgenommen. Die Insta Moisture Foundation. Da ist das Packaging jetzt recht schlicht, soll aber wohl ihre liebste Foundation gewesen sein. Und ihr werdet das, wie du wahrscheinlich schon gesehen haben, sehr, sehr schön. Dann habe ich hier, oh, das war auch schön. Hier, das sieht aus wie hier Hourglass, oder? Ja, doch. Wow, schaut euch das an. Das ist so eine Blush- und Highlighter-Palette. Freunde, ich freue mich aufs Video. Vielleicht schminke ich mich gleich ab und wir schminken gleich nochmal dieses Kiko-Video nach. Super, super schön. Dann haben wir noch diverse Concealer. Ich habe mich so ein bisschen schwer getan, mit der richtigen Farbe auszusuchen, weil ihr kennt mich, sie wollte wirklich, dass ich die richtige Farbe habe. Und ich dachte mir so, nein, es muss entweder heller oder zu dunkel sein. Ich mache das die letzten 5 Jahre so. Wie kriege ich das irgendwie hin? Das sind Concealer, recht klassisch, 3-4 Euro. Genauso wie hier ein Eyebrow Designer hat sie mir noch eingepackt. Das sind so die Basics. Und dann gab es auch so Monolidschatten. Und auch die hat sie mir empfohlen. Die sehen so schön aus. Ihr könnt die Farbe jetzt nicht so richtig erkennen. Ihr werdet es im Video gesehen haben, das ist so ein schöner, leichter Orangeton mit so groben, goldenen Glitzer mit drin. Dann haben wir hier noch ein gepresstes Puder. Sie hat mir auch erklärt, dass in der schwarzen, das ist immer irgendwie da. Das ist immer das Standardsortiment und alles in anderen Verpackungen ist dann so Limited Edition oder saisonal bedingt. Hier haben wir einen Contour Stick. Ich hatte euch ja auch bei Instagram gefragt, ob ihr Lust darauf habt, dass ich mit euch gemeinsam in diesen Kiko-Laden gehe, in Anführungszeichen virtuell, E-Mail schreibt, was ich testen soll und ich die Sachen dann kaufe. Habe ich tatsächlich auch gemacht. Das hier ist auch wunderschön. Schaut euch mal diese Verpackung an. Das ist qualitativ wie ein High-End-Make-up. Eine Volume-Mascara und oh, das muss ich euch zeigen, Freunde. Als sie mir das gezeigt hat, dachte ich mir, ne, das habe ich noch nie gesehen. Das ist eine Mascara. Ihr werdet es nicht sehen. Und man kann hier unten drehen und dann dreht sich dieses Bürstchen in sich. Habt ihr das gesehen? Nee, das einmal so und dann kann man es drehen und dann dreht sich dieses Bürstchen in sich ein. Iconic, musste mit. Hier haben wir noch eine Serum Base. Auch die hat sie gesagt, benutzt sie jeden Tag. Ist ihre liebste Grundierung überhaupt. Und da musste aus dieser Sweet Affair LE auch noch dieses Produkt mit. Schaut euch das an. Das ist 1:1 Hourglass. Vom Packaging her ist natürlich so gummiertes Plastik, ist ein bisschen günstiger. Aber das hat 4-5 Euro gekostet. Ich glaube, das teuerste war die Foundation mit 7 Euro. Aha. Ja, also jetzt schon eine Menge. Super, super schöne Texturen. Oh, ich habe direkt Lust, das Video zu drehen. Ne? Das ist unglaublich. Und da seht ihr mal, deswegen macht mir das so Spaß, mit euch diese Haul zu besprechen, weil ich die Sachen nochmal erleben kann und euch erzählen kann, was ich alles gekauft habe und was es alles gibt. Und ich einfach dann die Freude auf die Produkte entwickeln kann und dann ganz anders an so ein Video rangehe. Lost in Amalfi. Hier sogar in einem Seidenpapier eingepackt. Are you kidding me? Dann haben wir noch einen Monolidschatten, die Foundation nochmal in einer anderen Farbe. Ein Water Eyeshadow. Wow, oh ja, oh, das war auch krass. Online schon gesehen und dachte mir, die müssen mit. Seht ihr das? Das ist so eine Welle. Perfekt als Blush, perfekt als Topperton für die Augen vielleicht. Also ganz ehrlich, ich kann mir vorstellen, dass das sich zu einer neuen Lieblingsmarke entwickeln kann. Alleine, ihr wisst, ich Team Günstnerhaus hier mäßig unterwegs. Wenn etwas günstig ist, macht das Ganze natürlich noch ein bisschen mehr Spaß, ne? Wir haben verschiedene Lippenstifte in wunderschönen Designs. Erinnert mich so ein bisschen an Dolce & Gabbana Make-up. Schaut euch das an. Das ist hart. Das ist schwer. Das liegt richtig, richtig gut in der Hand. Ein Lipgloss. Dann haben wir hier noch einen Lippenstift, den lasse ich zu. Der ist nämlich ganz besonders. Eine Charming Escape Silky Blush Palette. Auch hier wieder in Seidenpapier eingebaut. Ah ja, das war das erste Produkt, was ich gegriffen hatte und dachte schon, oh, das ist ja schön. Im Vergleich zu den anderen Produkten vom Packaging ist das recht langweilig. Aber das ist ja trotzdem ultra schön. Und dann haben wir hier noch ein
Eyebrow-Duo und ein Primer- und Concealer-Duo. Und das war tatsächlich mein Kigro-Haul. Extrem viele Produkte. Ich kann mehrere verschiedene Full-Face-Videos damit machen, um euch den Content zu geben. Und es sieht sehr spannend aus. Ich freue mich wirklich auf die Produkte. Und dann war ich abends... Ah nee, es ging noch weiter. So, und dann dachte ich mir, okay, ich will aber schnell zu Douglas. Ich will gucken, ob sie da ein Produkt schon haben. Und ich war am großen Douglas am Kudamm und die haben komplett umgebaut. Wir haben da jetzt eine Theke von Kylie, von Huda Beauty, von Hourglass, von Pat McGrath. Und ich hätte alles kaufen können. Aber ich dachte mir, okay, irgendwann ist auch mal Schluss. Es reicht. Ich habe ganz, 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 ganz viele Proben bekommen. Bin dann durch den Laden gegangen und wollte eigentlich nur dieses Produkt haben hier von NARS. Das ist ein Liquid Blush, der viral auf TikTok gegangen ist und ich habe mich für die Farbe Torrid entschieden. Teste ich dann hier bzw. auf TikTok und das war das Produkt, warum ich da eigentlich hingegangen bin, weil irgendwie hatten sie keine NARS-Theke im KDW. Und dann bin ich weitergelaufen und bin dann zu La Mer, weil mir fiel ein, ich will unbedingt mal so ein Vergleichsvideo machen, ob ich zu den wirklich teuersten Produkten auch die günstigsten Alternativen finde. Und stand dann vor der La Mer Creme und da kam gleich eine Verkäuferin, ja, ob sie mir helfen kann. Ich so, ja, ich würde gerne wissen, was die Creme kostet und gibt es die vielleicht auch in klein? Weil die kleinste Größe waren 30 Milliliter und ich habe gedacht, vielleicht gibt es das wirklich in so einer Testergröße oder so, weil... Ich bin nicht Britney Spears. Ich brauche keine Creme für 155 Euro. Auch nicht für ein Video, weil wenn sie mir nicht gefällt, dann ärgere ich mich richtig, dass ich dafür sehr viel Geld ausgegeben habe. Und dann meinte ich zu ihr, naja, was kostet die denn? Sie so, 155 Euro. Und ich so, nee. Nee. Sehe ich nicht ein. Die Creme kann nichts, was 155 Euro wert ist. Nichts. Und selbst wenn sie es kann, nein. So, und dann stand ich da und dachte mir so, na gut, aber dann würde ich mir gerne die Foundation angucken, weil ich gerade eine Videoreihe plane, wo ich wirklich die teuersten Foundation mit den günstigsten Foundations aus der Drogerie teste. Und dann habe ich mir diese La Mer Foundation mitgenommen. Auch die war viral auf TikTok von, oh Gott, wie hieß sie, von irgendeiner amerikanischen Sängerin. Habe ich mitgenommen, 105 Euro. Da stand kein Preis dran. La Mer ist so eine Marke, da steht kein Preis dran. Ich habe auch ehrlich gesagt nicht nachgefragt, weil ich es gar nicht wissen wollte. Aber ich muss sagen, ich trage sie gerade und sie hat farblich, hat die Dame die perfekte Farbe rausgefunden, ohne zu swatchen. Sie hat mich angeguckt und dachte, 220. Hat gepasst, bin ich gespannt. Ich habe sie vor 5 Minuten, oder jetzt vor 25 Minuten erst drauf gemacht. Dann bin ich weitergegangen und habe von Way, das ist von, ich glaube, der Hairstylistin von Kim Kardashian oder Kylie Jenner oder so, ihre eigene Marke, ist Jen Atkin, weiß ich nicht, so ein Spray für die Haare. Wir testen das. Ich weiß schon, wie das Video heißt. Halbglatziger Beauty-YouTuber testet teure Haarprodukte für seine 15 Flusen auf dem Kopf. Das ist die Verpackung. So spektakulär war es gar nicht. Ich dachte, wenn ich das hier aufmache, die Verpackung von La Mer, weiß ich nicht, kommen kleine Engelchen oder ein bisschen Konfetti raus. Kam gar nichts raus, außer mein Kontoauszug. Dann habe ich noch zwei Concealer von e.l.f. mitgenommen. Das sind die Camo Concealer, aber in der Hydrating-Version. Und die sollen ein gutes Dupe zu dem Tarte Ultra Creamy Concealer sein. Ich bin gespannt, wie die sind. Auch die werden wir in einem Video testen. Und ich glaube, das war es wirklich an Einkäufen. Und dann war ich abends bei Danny und habe Hunger gehabt und habe mir dann was bestellt. Ich habe dann so durch Gorillas, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, gescrollt. Einmal im Monat bestelle ich da was, wenn ich so hungrig bin, dass ich schon schlechte Laune kriege und es nicht mehr schaffe, eine Stunde aufs Essen zu warten. Da habe ich mir da zwei Brötchen bestellt und ein bisschen Aufschnitt, den ich eh fürs Frühstück gebraucht hätte. Und dann habe ich durchgescrollt und habe diese Masken gefunden. Trust and Believe. Was glaubt ihr, wie teuer die waren? 10 Cent. Garnier-Masken. Habe ich 5 mitgenommen. 4 sind für euch. Als kleines Giveaway und Dankeschön. Und Freunde, das waren über 1000 Euro an Produkten für YouTube-Videos. Bin super gespannt, was sie zu diesem Haul sagt. Ist mal was ganz anderes gewesen. Aber ich glaube, wir können daraus richtig, richtig schöne Videos machen. Und ich freue mich riesig drauf. Foundation-Videos, TikToks, Kiko, mehrere, e.l.f. gegen La Mer, was weiß ich. Wir werden viel Spaß haben in den nächsten Wochen. Und ich freue mich darauf. Vielen Dank, dass ihr heute mit eingeschaltet habt. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns ganz bald hier wieder. Tschüss!